Tag auch. Schön, dass ihr da seid beim Q&A zur letzten Folge über was es heißt, als revolutionär zu leben und die verschiedenen Fragen da drumherum. Wir sind wieder nicht alleine bei diesem Q&A, denn Tom ist auch wieder mit dabei. Hi Tom. Hey. Schön, dass du da bist und wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen. Die würden wir jetzt einfach mal direkt durchgehen, wobei wir vielleicht dann auch wieder mit einer Anekdote starten, weil wir haben ja immer eine Anekdote der Woche. Und jetzt kommt die Anekdote der Woche. Ich kann mir noch ganz gut erinnern, was für mich so eine Art Klick mit dieser Bedeutung der Freiheit zu tun hat. Ein Begriff, was in unserer Bewegung ganz viel benutzt wird. Und ich war mal bei einer Aktion und einer Situation, wo ich eigentlich das persönlich gar nicht mehr aushalten konnte. Ich wollte eigentlich weg. Das war mein persönlicher erster Wunsch. Das würde aber heißen, dass ich einfach die Situation für andere Leute vielleicht auch gefährden würde. Und da habe ich so diese revolutionäre Verantwortlichkeit, die ich auf jeden Fall selber erfahren habe gegenüber meiner Genossen, sehr stark wahrgenommen, so dass ich eigentlich den Gefühl erfahren habe, so ey, ich will vielleicht persönlich weg, aber nur, wenn das geht. Und wenn ich euch gefährde mit diesem Weggehen, dann will ich eigentlich gar nicht weg. Also, versteht ihr, was ich meine? So, es ist so eine Art, ja, vielleicht ist es kein gutes Beispiel, es ist viel zu abstrakt. Doch, eigentlich finde ich das ziemlich gut. Ich denke, das ist, glaube ich, ein Konflikt, den viele von uns in ihrem Leben, insofern sie revolutionäre Politik machen, auf sich zukommen sehen, ist ja immer eine Frage von, wie viel kann ich selber dafür geben, wie viel kann ich selber meine eigene Freiheit zurückstecken, um halt diesen allgemeinen Kampf fürs gute Leben für alle und auch für die allgemeine Freiheit zu führen. Ja, genau. Auf jeden Fall, das hat mich da damals ganz viel beschäftigt, weil ich habe dann letztendlich beschlossen zu gehen und ich hatte dann einen ganz spannenden Austausch auch, weil einer von den Menschen in die Gruppe hat dann gesagt, so ey, weißt du, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, das ist klar. Da freue ich mich nicht drüber, aber wir sind unterworfen auch an die Situation, wo wir uns drin befinden. Aber die Person meinte dann auch so, ey, den Unterschied zwischen uns und die autoritären Strukturen ist noch immer die Freiheit. Und die Freiheit heißt auch, dass wir irgendwie versuchen zu ermöglichen, dass allen bekommen können, was sie wollen. Und dass du nicht unbedingt untergeordnet bist an das größere Ganze. Und da habe ich dann so diese Anerkennung nur dafür, dass das auch existiert, diese persönliche Bedürfnis, das war eigentlich für mich ausreichend, um das auch zu akzeptieren zu können, wenn es nicht geklappt hatte. Ich glaube, du hast recht, Joshua, dass letztendlich diese Situation vielen von uns vielleicht auch mal begegnen wird. Eine Aktion, die wir machen, dass wir auf die Straße sind und dass es so schwierige Situationen gibt. Und obwohl wir vielleicht alles machen wollen, was wir am liebsten machen würden, habe ich da auf jeden Fall gemerkt, dass meine Freiheit ist auf jeden Fall nicht absolut. Meine Freiheit heißt auch, frei entscheiden zu können, so ey, in diesem Fall ist die Sicherheit meiner Genossen auf jeden Fall wichtiger als meine eigene Bedürfnis oder so. Diese Frage von Verantwortungsbewusstsein schneidet das ja auch wieder mit an. Und dann würden wir dann zur ersten Rückmeldung kommen. Und zwar ist die von Oximo. Schön, dass du mit dabei bist wieder. Hallo ihr beiden. Oder ihr drei eigentlich. In dem Fall wäre ja besser gewesen, Oximo. Mal wieder eine ausgesprochen gute Folge. Ich war besonders dankbar über den letzten Punkt, den Tom angesprochen hat. Vereinbarkeit mit Elternschaft. Ich fand das auch schon vor meiner eigenen Betroffenheit immer wieder bedauerlich, dass Familien, wie auch immer diese aussehen, kein Teil der politischen Praxis sind. Mittlerweile begreife ich diese Unvereinbarkeit besser. Veranstaltungen finden zu Zeiten statt, die mit kleinen Kindern schlecht vereinbar sind. Die Orte sind meist wenig kinderfreundlich und allgemein werden diese Perspektiven nicht mitgedacht. Ihr habt gesagt, dass ihr da Erfahrungen mit frischen Eltern gemacht habt und mich interessiert sehr, da vielleicht die ein oder andere Anekdote zu hören. Solidarische Grüße. Was bei mir auf jeden Fall direkt hochkommt, so als Gedanke, ist, dass das stimmt, was du sagst da, Oximo, über dass viele von diesen Sachen vielleicht auch erstmal eine direkte Folge sind, dass Sachen so ausgerichtet sind. Wir können natürlich einen Teil von diesen Sachen auch mitdenken, zum Beispiel bei Veranstaltungen oder wenn es so Kongresse gibt, kann man da schon auch nachdenken über wie gibt es so Kinderbetreuung zum Beispiel. Ich glaube aber auch, manche Sachen sind auch leider einfach manchmal ein bisschen schwieriger. Vielleicht muss ich dann einfach auch akzeptieren, dass ich bestimmte Sachen nicht machen kann und schaue, dass meine
Arbeitsenergie oder die Energie, die ich in die politische Arbeit stecke, dass ich die irgendwie ein bisschen umbiege und in andere Sachen fließen lasse, die sich besser vereinbaren lassen mit die Sachen, die ich schon machen kann oder so, die sich vereinbaren lassen mit der Situation, wie ich mich empfinde. Aber das ist erstmal ein grober Gedanke. Vielleicht könnt ihr mal sowas dazu sagen. Also ich sehe schon, in welche Richtung du damit gehst, und ich denke jetzt auch nicht, dass du damit Unrecht hast, aber ich würde schon sagen, dass es viel stärker an der Bewegung selber liegt, also auch das, was Oximo in der Rückmeldung so angesprochen hat, weil für mich war da wirklich etwas, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, der direkte Vergleich mit der kurdischen Bewegung oder auch anderen migrantischen linken Organisationen, beispielsweise aus der türkischen kommunistischen Bewegung, wie da damit umgegangen wird. Dass es da einfach viel natürlicher ist, dass ganze Familien eben in der Bewegung sind, sich danach dann auch so ausgerichtet wird und dass alle auch in den Kampf mit einbezogen werden. Natürlich muss man das gerade aus einer anarchistischen Perspektive dann auch so sehen, das, was wir mehrfach angesprochen haben, dass es nicht darum natürlich geht, jetzt Leute anarchistisch zu indoktrinieren und dazu zu erziehen, aber dass es auch nicht verpönt sein sollte, dass wir eben unseren Kindern auch diese ganzen Werte und Ideale mit auf den Weg geben, weil so oder so wird das halt von der Gesellschaft schon gemacht. Und ich denke, da ist einfach das Kernproblem, dass wie unsere Bewegung eben gerade ausgerichtet ist, sich auch immer noch häufig in diesem Kosmos einer Studenten- oder Szenebewegung abspielt. Und dass es ganz natürlich ist, dass der Altersschnitt bei irgendwo zwischen 25 bis 30 Jahren liegt. Und genau für diese Leute, die dann auch meistens mit 30, wo sie ins bürgerliche Leben einsteigen, auch aus der Szene aussteigen, eben von Veranstaltungen und Barrierefreiheit bezüglich Kindern ausgerichtet ist. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass je mehr Menschen es gibt, die auch Kinder haben, dass es auch einfacher wird. Weil irgendwie Kinder zum Beispiel untereinander auch einfacher miteinander spielen und sich selbst beschäftigen zum Beispiel. Wenn du alleine bist, deine Kinder dann irgendwie unterbringen musst oder andere müssen sich so spezifisch nach dir richten, ist es, glaube ich, auch nochmal schwieriger, als dass es irgendwie so grundverständlich normal ist, dass diese Lebensphase oder diese, ja, wie sagt man das noch, Lebensverhaltung, wo du dich hier befindest, dass der einfach allen zukommt und sowieso mitgedacht wird und nicht vergessen wird, weil der ist einfach da. So. Ja, und du hast ja auch so ein bisschen nach Anekdoten gefragt. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig aus unserer Perspektive, weil wir ja auch nicht die Kinder selber haben und von daher diese Elternperspektive da nicht so drin haben. Aber was ich eben ganz spannend finde, dass schon jetzt in den über die Jahre ein paar Sachen entstanden sind oder Initiativen auch daraus entstanden sind, dass es eben ein paar Eltern und Kinder in der Bewegung gab, die sich aus der Situation halt so ein bisschen heraus entwickelt haben. Da gibt es dann also ein paar Eltern, die dann Richtung Schule aufbauen, oder da gibt es auch eher so Richtung kommunemäßig Geschichten oder Hausprojekte, und da hat sich also doch ein bisschen was getan, und das ist ganz spannend, denke ich. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Und zwar ist die von Little Dark Age. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie seht ihr das Problem des Personenkults in der anarchistischen Bewegung? Ist es kleiner als in der restlichen Linken? Und wer gehört da zu den Galionsfiguren? Zum Beispiel Bakunin, gerade weil er ja selbst gekämpft hat und so weiter. Ich denke schon, dass es in unserer Bewegung auch so eine Art Führungspersonen gab oder Personen, die so eine Art Bezugspunkt für die Bewegung waren, für viele. Ich denke, dass es auch Unvermeidliches ist persönlich und irgendwie auch eine der wenigen Sachen, die in unserer Bewegung geklärt sind oder dass die eigentlich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden, wo Leute doch irgendwie eine Art schwieriges Verhalten dazu haben. Aber ich glaube, viele von diesen Menschen erfüllen auch eine ganz große symbolische Rolle. Sie spielen oft diese Rolle der perfekte Revolutionär und Leute ziehen sich darauf hoch, oder wie sagt man das? Es gibt nicht nur Bakunin natürlich, aber es gibt auch so Menschen wie Durruti zum Beispiel, der so ein bisschen der ideale Anarchist oder die ideale Militant so oft als so dargestellt gesehen wird. Oder Louise Michel, das sind einfach Figuren, Menschen, die sehr viel Ansehen hatten auch in die Bewegung. Dieses aber schon oft nicht so sehr aus ihrer theoretischen Beitrag entstanden, aber eher aus ihrer praktischen Beitrag. Und das ist, glaube ich, schon interessant, weil da sehe ich schon einen Unterschied. Diese Menschen waren oft sehr konsequent auch in ihrer Politik und in ihrer Widmung an der Bewegung. Ich glaube,
wenn man schaut, zum Beispiel, was für eine Position zum Beispiel Lanen oder so bei, zugeteilt bekommt oder Trotzki, dann waren das so sehr klar Leute, die von oben ab so eher so ihre Ansehen bekommen. Und ich glaube, dass so Menschen wie Durruti, aber auch Louise Michel oder so, eher echt Menschen, die aus dem Volk hochgekommen sind, waren. Und das ist, denke ich, schon ein Unterschied. Aber da bin ich auch gespannt, was ihr dazu meint. So. Ich glaube, ich würde sogar noch viel stärker auf diesen letzten Punkt, den du angeschnitten hattest, gehen. Ich meine, ich würde das jetzt nicht, glaube ich, so ganz klar sagen, weil beispielsweise jetzt ein Stalin oder ein Mao, das waren auch Leute, die einfach so aus dem Volk herauskamen und auch durch Beteiligung an Kämpfen teilweise unter Einsatz oder eben unter Einsatz ihres eigenen Lebens geführt hatten und dabei auch sehr viel geopfert haben. Nur würde ich sagen, dass, glaube ich, ein viel zentralerer Punkt eben ist, dass eigentlich alle dieser anarchistischen Persönlichkeiten, um die es einen Kult gibt, eigentlich nie zu so einer Machtposition gekommen sind, wie andere Leute jetzt beispielsweise in der marxistischen Traditionslinie, wie ein Lenin, der eine Führungsposition im Staat innehatte, ein Stalin oder ein Mao, die alle unfassbare Machtmittel auf eine Person konzentriert hatten. Ich glaube, in einem kleineren Maß kann man das auch bei anarchistischen Persönlichkeiten sagen. Beispielsweise in Bezug auf Machno, wo das sicherlich auch eine Rolle gespielt hatte, er eine recht starke Machtposition hatte, obwohl es dann auch Rätestrukturen weiterhin gab. Nur kann man das auf keinen Fall mit dieser Machtkonzentration wie bei kommunistischen Persönlichkeiten sagen, die dadurch natürlich auch ja viele Politiken innerhalb des Staates umsetzen konnten, die nicht angezweifelt wurden, die aber desaströse Folgen hatten. Ja, ich finde es interessant, dass du da so Magna zum Beispiel dazu nimmst, weil ich glaube, da zeigen sie schon auch, obwohl ich das auch ein sehr denke, dass es für die anarchistische Bewegung ein sehr wichtiger Person war, zeigt sich da auch so ein bisschen so eine problematische Position, glaube ich, wo er und auch die Menschen direkt in seinem Kreis natürlich sehr viel zu sagen hatten. Ich glaube, das Gleiche geht auch für Durruti übrigens, der zum Beispiel auch mit der Militarisierung der Milizen in Spanien und auch der Rückzug von Frauen vom Front auch da eine bestimmte Zustimmung gegeben hat oder sogar mitentschieden hat dazu, was schon auch echt recht problematische Entscheidungen waren, die auch nicht unbedingt auf Konsensbasis innerhalb der Bewegung oder irgendwie demokratisch durchgesetzt worden sind. Also es zeigt sich da schon eine Gefahr auch. Ich glaube persönlich, dass es sehr wichtig ist auf jeden Fall, dass man sehr stark, also eine Person, eine Stimme auf jeden Fall immer eingehalten wird. Also prinzipiell stimmt das natürlich, eine Person, eine Stimme, aber es ist ja uns, denke ich, auch allen klar, dass das nie so zu 100% einhaltbar ist und dass es auch eben innerhalb von der anarchistischen Bewegung, speziell im Kontext von sozialen Revolutionen und großen Umwälzungen der Gesellschaft, auch sehr herausragende Personen geben wird, die dann natürlich auch, selbst wenn sie in gewissen anarchistischen Strukturen unterwegs sind, also denen mehr zugehört wird, denen eine größere Relevanz ihre Stimme hat als andere. Aber es überwiegt doch insgesamt im Anarchismus also eher dieser Symbolcharakter. Wie gesagt, es gab das, ihr habt die Beispiele auch genannt mit Durruti und Machno, aber selbst bei den beiden hat der Großteil ihres Lebens ja eher dieser Symbolcharakter eine Rolle gespielt. Also dass sie halt quasi Symbole der sozialen Revolution waren, Symbole der anarchistischen Bewegung waren. Und das ist also, denke ich, dann ganz zentral der Unterschied, dass es keine anarchistische Persönlichkeit gibt, die mir spontan einfällt, die auch nur annähernd vergleichbar wäre mit den verschiedenen herausragenden Personen von Lenin bis Mao und so weiter. Und das finde ich dann doch ein relevanter Unterschied. Und das finde ich auch in Ordnung. Also man muss das kritisch betrachten, aber dass gewisse Leute auch in gewissen Situationen eine wichtige Rolle spielen können und eine gewisse Verkörperung auch von einer Idee sind, finde ich nicht falsch grundsätzlich. So eine kleine praktische Ergänzung auch, was vielleicht nochmal spannend ist, auch was vielleicht Richtung einen Lösungsansatz geht. Diese Problematik wird immer auftauchen und ich glaube, man kann nicht sagen, so bei uns gibt es keinen Führer und deswegen ist das kein Problem, worüber wir reden sollen. Und andererseits, wenn sowas auftaucht, dass man sofort diese Menschen so abservieren muss, so ey, das ist ein Problem und die sind schlecht, weil das glaube ich auch nicht unbedingt. Diese Leute können auch sehr wichtige Rollen erfüllen und sollen auch geschätzt werden für die viele Arbeit, die sie für die Bewegung gegeben haben. Wenn man schaut zum Beispiel, und das ist die Richtung der Lösung, so bei die Zapatistas in Mexiko, in Chiapas, da hat es auch diese Probleme gegeben. Und da haben sie zum Beispiel auch so andere Leute irgendwann nach vorne geschoben und gesagt, so ey, Subkommandante Marcos wird einfach eine wichtige Rolle zubeteilt bekommen. Der geht erstmal zurück
in die Bewegung, zurück zu das Volk. Und es gibt jetzt auch Genossin Ramona, die nach vorne geschoben wird. Und ich glaube, das fand ich auch auf jeden Fall nochmal eine spannende Sache, die ich auf jeden Fall die letzten 10 Jahre oder so gesehen habe, wo so eine Situation auch mal wieder aufgetaucht ist und wo dann die Bewegung selber auch irgendwie eine kreative Lösung für gesucht hat. Ja, das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Und da gibt es, denke ich, noch eine Reihe von weiteren Möglichkeiten. Die nächste Rückmeldung und auch die letzte für heute ist von Jana. Hey, ich finde es sehr spannend. Mich hat besonders der Struggle interessiert zwischen Lohnarbeit und politischem Kampf. Klar wäre es ideal, wenn all die, die sich während Studium, Ausbildung etc. an linken Kämpfen beteiligen, weiterhin dranbleiben, auch wenn diese Lebensphase vorbei ist. Genau dieser Moment von Eintritt in die Lohnarbeit und alle gesellschaftlichen Zwänge, die mit reinspielen, wäre noch ein interessanter Punkt zur Vertiefung für mich gewesen. Schöne Folge. Und dann schreibst du noch dazu, vielleicht könntet ihr im Q&A erzählen, wie der beschriebene Moment für euch war, falls ihr das auch empfunden habt, und aus eurer Erfahrung sagen, wie solche Übergänge leichter fallen können. Ich muss sagen, eigentlich auch während meines Studiums habe ich immer schon sehr starke Klassebewusstsein gehabt. Ich komme selber aus einer Mittelklassefamilie, aber ich habe immer, ist es sehr, für mich sehr klar gewesen, so, wer macht die Welt? Also, wie wird diese Gesellschaft geschaffen? Und das ist auch die Arbeit der normalen Leute so. Ich habe mich immer als Teil davon verstanden. Und in dem Sinne habe ich auch immer sehr bewusst gehabt, so, okay, wenn ich aus meinem Studium komme, ich habe so Lehramt gemacht, dann würde ich mich auch weiterhin so verstehen und auch in deren Interessen einfach weiterarbeiten wollen. Mir ist es immer sehr klar gewesen, dass wenn ich so als Lehrer arbeite, dass ich erstmal in die Interesse der jungen Menschen arbeite und dass ich denen etwas beibringen will, sie weiterhilft in ihrem Alltag, in ihrem Leben, dass sie zum Beispiel einfach der Gesellschaft besser verstehen und sich da irgendwie einen selber auch zuordnen können, dass sich da besser navigieren können. Und ich glaube, man muss sich diese Frage stelle, so, was mache ich mit meiner Arbeit? In welchem Sinne kann ich meine Arbeit auch einsetzen, dass der sinnvoller ist, als dass der vielleicht jetzt ist? Und ich glaube, da gibt es natürlich Unterschiede, weil es gibt Leute, die sozusagen den Luxus haben, sich zu fragen, ob ihre Arbeit Sinn macht. Und es gibt Leute, die wissen, dass ihre Arbeit keinen Sinn macht. Also, das ist auch nochmal eine große Frage, glaube ich, so. Wo ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass man sich da sehr bewusst davon sein muss. Aber wenn ich die Leute auf der Straße sehe, die zum Beispiel bei uns den Müll abholen oder so, dann verstehe ich noch immer, dass wir beiden irgendwie das Gleiche machen. Wir reproduzieren diese Welt und hoffentlich kann er irgendwann anders aussehen. Und wir sind auf jeden Fall eine gleiche Seite. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass wenn man schaut, zum Beispiel im 70er Jahren, dass viele StudentInnen, die haben sich selbst auch verstanden als anstehende Arbeiter oder ArbeiterInnen. Ich glaube, wie wir schauen in diese Gesellschaft momentan, ist eigentlich der Fortschritt oder den Einfluss von so der bürgerlichen Gesellschaft ist so groß, dass so dieses Selbstverständnis von sich selber als ArbeiterInnen sehen oder Arbeiter, dass der ist sowieso sehr stark verschwunden bei vielen Menschen. Und es gibt diese Hegemonie der bürgerlichen Gesellschaft ist sehr stark. Und ich glaube, wenn du studierst noch, dich davon bewusst zu sein, so wofür werde ich später arbeiten, vor allem wenn du eine Ausbildung machst oder wenn du einen Beruf lernst, glaube ich, dass das sehr viel hilft auch in diesem Übergang. Weil für mich, ich habe Lehramt studiert, Kunst, und würde dann eigentlich so in so Schulen auch arbeiten später. Bin irgendwo total anders gelandet. Aber für mich war es immer sehr klar, dass ich später auch Teil von der Arbeiterklasse sein wird als Lehrer. Ich habe vielleicht eine relativ gute Absicherung. So, ich verdiene nicht schlecht im Vergleich zu manchen anderen Menschen. Aber das heißt noch nicht erstens, wo meine Loyalität liegt und zweitens, wo ich meine Energie auch so reinstecke und wo die reinfließt. Und ich glaube, diese Frage kann man sich immer stellen, so bei jeder Beruf. So auch wenn man praktische Arbeit macht, kann man fragen, wie viel stecke ich da extra rein? Wie sorge ich dafür, dass die Energie, die ich später noch habe oder die Energie, die ich, den Kopf, den ich noch, die intellektuelle Kapazitäten, die ich habe, kann ich die auch freimachen für andere Sachen, die mir wichtig sind und dass die nicht nur vereinnahmen von meiner Arbeit und meinem Chef. Ja, ich glaube, Klassenbewusstsein ist echt so ein ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst, um also langfristig dabei zu bleiben, auch unabhängig von der aktuellen Lebenssituation und von der zukünftigen.
Ich würde das vielleicht aus meiner persönlichen Perspektive nochmal beantworten, weil ich da einen anderen Weg vielleicht gegangen bin, der ganz sicher nichts für die Masse der Menschen ist und die auch viele Leute nicht möglich ist und die ich jetzt auch nicht herausstellen will als irgendwie den Weg oder was auch immer. Aber ich habe dann zu einem bestimmten Zeitpunkt nach meinem Realschulabschluss habe ich ja die Schule abgebrochen mit eben dieser bewussten Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich will einen Großteil meines Lebens oder mein Leben letztendlich für die soziale Revolution einsetzen. Habe mich also ganz intensiv und bewusst also dafür entschieden. Das bedeutet natürlich dann auch, dass man in mancher Hinsicht prekäreres Leben hat und finde auch die ganze Perspektive von, okay, es ist wichtig, dass viele Leute auch einen Bezug zu Lohnarbeit haben und eine Verankerung in der Lohnarbeit haben, richtig und wichtig. Aber wenn man eben für sich da eine sehr intensive Entscheidung zufällt, auch zu einem frühen Zeitpunkt und das auch verbindet mit einem Klassenbewusstsein, dass man trotzdem Arbeit in Vierteln und in verschiedenen Bereichen mit den Massen macht, dann ist es, glaube ich, auch ein Weg, der für einige Leute gut sein kann und den man auch über lange Jahre durchziehen kann, wo man dann gar nicht erst in diese Verlegenheit kommt, irgendwie von der in der Uni dann zu versacken und dann am Ende davon. Genau, aber das ist natürlich ihre eigenen Schwierigkeiten und Probleme bringt das mit sich. Ich glaube auf jeden Fall, was wichtig ist, sich zu realisieren, ist sicher, wenn man so in die Unis ist und so, dass letztendlich auch, es geht auch um Loyalität, die von dir gekauft wird, zum Beispiel mit bestimmten bessere Arbeitsbedingungen oder ein besseres Lohn. Und dass man sich auf jeden Fall nicht davon vereinnehmen lässt und irgendwie versucht dann auszudenken, wie man da vielleicht besser mit umgehen kann, damit man nicht irgendwann auf einen Haufen Geld sitzt und eigentlich dann da bequem mit wird. Oder dass man vielleicht weniger arbeitet und dann andere Sachen macht, die wichtig sind. Oder irgendwie schaut, dass man das Geld einfach abtragt an der Bewegung. Das sind viele Möglichkeiten, glaube ich. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ich nochmal auch mit einer gewissen anderen Perspektive eben in die Universität reingegangen bin. Also natürlich hat das bei mir auch was damit zu tun, dass ich dann später studieren wollte, einfach, dass ich dann die meiste Zeit meines Lebens aus einer klassischen Arbeiterfamilie gekommen bin und dann auch ganz klassisch eben was machen wollte, wo mir dann bewusst war, dass es mir dann später damit besser als meinen Eltern gehen wird und ich die natürlich auch dann mit dem Studium stolz machen wollte, wenn man dann eben der Erste ist, der studieren kann. Aber zu einem anderen Teil war das für mich auch einfach der Weg und die Möglichkeit in einem Umfeld, in dem es vergleichsweise wenig Möglichkeiten von politischer Bildung gab, eben Zugang zu diesen Ressourcen zu bekommen. Es wird ja recht häufig die Universität dann rein als ja dieser Moloch dargestellt, der dann die Revolutionäre einsaugt und zu bürgerlichen Subjekten umwandelt. Und das stimmt auch, aber ich glaube, wir dürfen auch wirklich nicht vergessen, für wie viele Leute eben aus der Arbeiterklasse selber die Universität auch eine sehr große Möglichkeit bietet, sich politisch weiterzubilden und überhaupt erst dieses revolutionäre Verständnis zu entfalten. Weil ich würde sagen, für mich hat dieser Raum der Möglichkeiten und diese Ressourcen dort an der Uni das erst möglich gemacht. Genau nach diesem Bewusstsein, was ich dann irgendwann mit 14 Jahren bekommen habe, dass eben die Welt direkt um mich herum ziemlich scheiße ist und wenn ich das dann mir global angucke, alles noch viel schlimmer aussieht, habe ich mir dann ja auch den späteren Weg an der Universität so gewählt, um da dann eigentlich meine Umwelt besser verstehen zu können. Ja, drei verschiedene Sichtweisen auf dieses Thema, die sicherlich alle ihre Berechtigung haben. Und es gibt sicherlich noch ganz viele weitere von euch, die ihr darauf habt. Ist auf jeden Fall ein richtig spannendes und wichtiges Thema. Hauptsächlich läuft es, was wir dann auch im Podcast selbst gesagt haben, denke ich, darauf hinaus, dass wir also Strukturen dann auch an der Universität haben, wo die Universität auch ein politischer Raum wird und dadurch vielleicht auch die Leute dann eher nochmal dabei bleiben und dann dort vor Ort kämpfen und das dann auch kennenlernen, in ihren eigenen Lebensbereichen zu kämpfen. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann Schluss für heute. Oder hat noch wer was zu sagen von euch? Ich würde auf jeden Fall die Leute ganz gerne bedanken für die spannenden Rückfragen. Ich finde es auf jeden Fall sehr begrüßenswert, dass da so ein Austausch über dieses Thema stattfindet, dass da so auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall mega, mega darüber. Danke dafür. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir es nochmal? Nein. Was willst du da sagen? Nein. Das war nur eine Anspielung auf das letzte Mal, wo wir Schluss gemacht haben.
wo wir dich gezwungen haben, Glück aufzusagen. Nein. Das ist jetzt sie hat das auch nicht rausgeedet. Wenn ich das gehört habe, sie hat es reingelassen. Das war großartig. Aber ich sag einfach Glück auf. Ja, na gut. Schön, dass ihr dabei wart. Und danke für die Nachfragen. Glück auf. Glück auf. Glück auf und bis nächsten Sonntag.